Tarnung hat im Militär und bei der Kriegsführung immer eine wichtige Rolle gespielt. Während Soldaten früher mit Hilfe von Tarnfarben und Tarnkleidung deutlich schwerer zu entdecken waren, ist es heute möglich, sie geradezu unsichtbar werden zu lassen. Die Firma Hyperstealth Biotechnology hat sich mit einer völlig neuen Technologie auseinandergesetzt, die das US-Militär nun testet. Mithilfe von sogenannten Metamaterialien werden elektromagnetische Wellen umgeleitet und so das Licht gekrümmt. Normalerweise treffen die Wellen auf ein Objekt und prallen ab, dadurch wird dieses sichtbar. Ein künstliches Material könnte ein Objekt ummanteln, wodurch die Wellen nicht abprallen und es somit quasi unsichtbar wird. Zur Veranschaulichung, wenn Licht auf Wasser trifft, krümmt es dieses in eine Richtung. Kann man also ein künstliches Material herstellen, damit die Wellen in eine andere Richtung gekrümmt werden? Das US-Militär hat nun mehrere Firmen gebeten, Prototypen der Tarnkleidung bereitzustellen, die in einer einjährigen Testphase geprüft werden. Dabei sind die Anforderungen an die Anzüge hoch, so sollten sie ohne Strom funktionieren, ein Maximalgewicht von 1,5 Kilo haben und natürlich in allen Terrains und klimatischen Bedingungen funktionieren. Guy Kramer, CEO der kanadischen Tarnfirma Hyperstealth, sagt, dass er bereits letztes Jahr dem US-Militär ein Metamaterial vorgestellt hat. Es scheint also nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Soldaten und Stealth-Bomber mit Metamaterialien ausgestattet werden und so einen beinahe unsichtbaren Krieg führen.